Normalerweise müsste das hier sein. Shearing, nein. Bin ich jetzt blind geworden? Ja, ihr werdet wahrscheinlich bei der Maus ein bisschen hin und her tanzen sehen. Cheese Making. Erstmal die Sachen abschicken. Man muss nämlich immer mit dem Therapist dann denken, diese Sachen auch zu committen. Die Änderungen, dass sie angenommen werden. Ach, Herbalism ist jetzt einzeln, sehe ich gerade. Herbalism ist hier hinten, so. Genau. Damit die nämlich Pflanzensamen einsammeln. Gut. Okay, jetzt können wir mit den Designations beginnen. Also erstmal minern wir. Einfach mal hier so in den Berg rein. Ich sagte, wir minern. Hier in den Berg rein. Ein Stück. Und dann geht es mit einem Channel-Befehl. Das sieht man hier oben. Also D ist der Miner-Befehl. Da sieht man hier diese gelben Markierungen. Das wird jetzt weggeminert. Und mit H machen wir den Channel-Befehl. Also einen Kanal-Befehl. Wenn man es so will. Mit dem graben wir uns dann nach unten. Mit Shift und der Taste, neben der Y-Taste, also die spitze Klammertaste, können wir in den Ebenen wechseln übrigens. So. Also man sieht, es geht weiter runter und hoch. Wir gehen jetzt eins runter. Geben dort noch einen Miner-Befehl. So drei Felder, dass wir eine kleine Straße haben. Ein Channel-Befehl und noch einen Mining-Befehl. So. Ups, den wollte ich eins weiter geben. Also machen wir hier X und machen hier einen Miner-Befehl. So. Jetzt sind wir erstmal drei Ebenen tiefer. Beziehungsweise eine, zwei Ebenen tiefer. Genau. Das ist das erste Wichtige. Und ich wähle den Gang extra drei breit, damit Karawanen später reinpassen. Denn die Karawanenkarren, wir haben hier selber ja einen, sind einmal drei Felder breit. Also die müssen da so durchpassen. So. Das nächste, was wir machen können, ist den Chop-Down-Tree-Befehl geben. Und hier vor unserem neuen Festungseingang mal ein bisschen aufräumen. So, das dürfte reichen. Genauso geben wir im Umkehrschluss den Plant Gathering Tree. Oder Gather Plants. Gather Plants Befehl. Plant Gathering Tree. Chop Down. Wie auch immer. Also das Einsammeln von Pflanzen. Jetzt sehen wir hier, die Bäume sind braun markiert. Die Pflanzen sind braun markiert. So. Damit haben unser Koch, unser Brewer, unser General und unsere beiden Schmiede was zu tun. Der Mason und der Leader, die sind jetzt noch arbeitslos. Deswegen, als nächstes, gehen wir mit P in die Stockpile-Auswahl. Und sagen auf jeden Fall erstmal, wir wollen einen Wood-Stockpile. Hier irgendwo hin haben, damit die das Holz dahin transportieren können, was der General nachher fällt. So. Mit der Leertaste heben wir die Pause, die man hier oben sieht, auf und lassen jetzt erstmal die Leute schaffen. Genau. Die graben sich jetzt erstmal schön hier rein. Wie man sehen kann, durch den Lehm kommen sie recht schnell durch. Er räumt mal von hinten auf, weil wenn sie graben, dann graben sie ziemlich konzentriert. Also die fangen nicht vorne an und säubern alles, also sie graben sich einfach rein und gut ist. So, hier sind wir schon mal auf Fels gestoßen, aber wie man hier unten sehen kann. Achso, ja, doch, das stimmt. Wie man hier unten sehen kann, kommt hier schon wieder Dirt oder Soil zum Vorschein. Genau. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mindestens eine Etage tiefer, wenn nicht sogar zwei. So, also da. Und da noch einen Miner-Befehl. Ich sage immer aus Versehen immer Dick, weil der Job Dick heißt.
Aber meine stimmt eher. So. Wir können mal kurz einen Blick in die Küche werfen. Oh, wir haben zwei Strawberries und ein paar blattet Tabas. Das ist gut. Die haben also, wie jetzt gerade beim Plant Gathering gesammelt. Und wir haben ein bisschen Holz zusammen. Gut, das heißt, wir werden jetzt hier provisorisch draußen mit dem Holz ein paar Sachen aufbauen. Workshops, also mit BW kommen wir in die Workshops. Erstmal die, die nur Vanilla kennen, denen wird schon auffallen, dass hier jetzt auf einmal solche Unterteilungen sind. Also hier sind verdammt viele neue Crafts-Workshops hinzugekommen. Bone Carver, Game Cutter und so weiter. Taylors Workshop. Zu den Vanilla-Workshops hier oben. Wobei der Wood Smithing Book und die Raid Bench, die sind neu. Also alles darüber, das müssten die Leute noch kennen. Wobei manche Sachen neue Funktionen haben. Dann gibt es hier unten erweiterte Agrarkultur, eine bessere Brauerei zum Beispiel. Zum Beispiel die Distille heißt jetzt wirklich Distillery und nicht mehr nur Still. Sägemühle für unsere Baumzucht nachher ist die wichtig. Dann gibt es Administrationssachen, Mountain Home Markets und wenn wir mal auf die zweite Seite springen hier, gibt es sogar kirchliche Sachen, also Sanktorium, es gibt Bibliotheken, also das Skriptorium und die Library Section, dann gibt es Studies und dann gibt es Sachen, die nur gebaut werden können, wenn etwas Entsprechendes in der Bibliothek erforscht wurde. Also ja, es wird sich viel ändern. Wobei der Anfang jetzt erstmal gleich bleibt. Wir wollen jetzt aber erst einmal von den Workshops die Distillery, den Koch und den Carpenter bauen. Also den Carpenter. Woodlocks. Die Distillery, das ist L. Auch mit dem Woodlocks und mit Z die Küche. Auch mit Woodlocks, so. Und wir haben Besuch hier. Wir haben Korallenschlangen, River Otter, die sind friedlich natürlich. Also die meiden uns. Die Korallenschlangen könnten Probleme machen. Ja. Aber meistens sind Schlangen eher scheu zum Glück. Und Milkfisch. It is easy prey for predators. Aha. Also ja, die werden wahrscheinlich irgendwo in den Flüssen hausen, die Fische. Ja, ich nehme mal an, das sind die hier. Nein, das ist ein River Otter. Das ist ein Crayfish. Also ein kleiner, unbedeutender Fisch. Oder sind die schon wieder abgehauen? Nö, sie sind doch da. Ach, da unten ist er. Schwimmen sie. Man kann sie fast nicht richtig sehen, weil sie blau auf blau sind. Oh, sind sie hier schon fertig? Ja, sind sie. Okay, wir sehen, hier ist immer noch Erde. Deswegen nächster Channel-Befehl. Nächster Dick-Befehl. Oder meiner Befehl, Entschuldigung. Und nochmal ein Channel-Befehl. Und dann nochmal ein, Designation. Nochmal ein meiner Befehl. So. Gut. Stimmt der auch so? Ja. Achso, ist noch Pause-Modus an. Gut. So, die Sachen sind gebaut. Das heißt, wir können erst beim Carpenters Workshop mit A New Task machen und mit V Barrels bauen. Da machen wir mal 6 Barrels. Die er uns erstmal baut. Und wir haben eine neue Art von Stein gefunden. Sehr schön. Das heißt, wahrscheinlich können wir in der nächsten Ebene schon anfangen mit unserem. Nee, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Also channel ich noch eine Ebene.
Ups, das war der falsche Befehl. Channel-Befehl. So. Channel ich noch eine Ebene und dann kommt erstmal hier so wieder das 3x3 Feld. Und dann buddeln wir uns hier erstmal nach unten. Und buddeln uns ein Stück in die Richtung. So. So, das nächste, was wir machen, ist... Ja, sobald sie hier unten freigebuddelt haben, ein Stück, werden wir unseren Foodstock-Pile hier unten hinsetzen. Schön groß. So, gucken wir mal, wie es unsere Plants steht. Da haben wir noch 3 Stück. Also geben wir unserem Buhr jetzt mal die Aufgabe, Dwings zu buhen. Also wieder mit A. Und mit R können wir hier Repeat einschalten. Genauso geben wir unserem Koch jetzt die Aufgabe, Fine Meals herzustellen. Für diese Meals braucht er 2 Komponenten. Also in dem Fall unser Fleisch und unsere Schildkröten geben Fine Meals ab. So, dann haben die beiden auch mal was zu tun. Und wir können hier runter gucken, wie weit die beiden sind. Ah ja. Sie sind schon mal da unten angekommen. Sehr schön. So, die Korallenschlangen, die halten sich zum Glück von uns fern. Ich kann meinem General nochmal den Auftrag geben, Holz zu fällen, da wir jetzt nicht mehr viel haben. So. So, dann mal hier das Holz wegmachen. Und wir haben keine destillierbaren Items mehr. Dafür haben wir jetzt mehr zu trinken auf jeden Fall. Nur leider können wir uns das Trinken hier nicht anzeigen lassen. 200? Das muss ein Fehler sein. So, was wir aber machen können, ist unter den Workshops mit M einen Mason mal bauen. Auch wieder aus einem Woodlock, dass unser Mason auch mal was zu tun kriegt. Ja genau, unser Koch holt sich die Pond Turtles und macht daraus hier drin Essen. Genau, er hat schon Meat Pies gemacht, sehr schön. So, der Masons Workshop kriegt nur 2 Aufgaben, dann wird er gleich wieder abgerissen, nämlich einen Thron und ein... Entschuldigung, einen Thron. Das war falsch. Einen Thron und einen Table zu bauen, also ein Table und einen Thron, so rum jetzt. Danach wird er sofort wieder abgerissen. Übrigens können wir auch die Küche nachher wieder abreißen, wenn wir das ganze Essen verkocht haben. Also Fleisch und Fisch. Weil die brauchen wir nur kurzzeitig. Die beiden Gebäude. Den Carpenter werden wir noch öfters brauchen da oben. So, währenddessen plane ich schon mal hier weiter. Von hier aus. Ja. Meinen wir mal noch einen Platz in diese Richtung. Und dann meinen wir nach oben. Wieder. So ein gutes Stück. So, weil jetzt kommt der richtige Eingang zu unserer Festung. Und damit ich den in Ruhe planen kann. Ich wünschte, ich könnte hier jetzt die Pause einfach abstellen. Aber kann ich leider nicht. Deswegen muss das etwas warten. Planen wir jetzt hier den Eingang. Und zwar gehen wir erst in die Mitte. So war mein Plan. So, machen erstmal so. Feld breit. So, der Plan war 3 Felder, genau. Und der Rest ist Bewandung. Das heißt, wir brauchen... Ja. Das heißt, wir brauchen hier auch mindestens... Wir können es fast sogar schon so machen, aber das ist zu groß. Deswegen schneide ich hier mal ein Stück ab. So, und 10 mal die
Kästchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nö, 8 ist auch zu viel. Machen wir mal 7, so. Und genauso machen wir es hier drüben auch. Das erkläre ich gleich mal, für was das sein soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war jetzt zu breit und zu groß vor allem. Eigentlich mache ich das ja eh gerade falsch, wie ich merke. Schneiden wir das nochmal weg. Das wird nämlich unsere Eingangshalle. Ich habe nämlich in der zweiten Staffel, wer sich noch erinnern kann, versucht, oben außerhalb so Befestigungen zu bauen. Und das ging ziemlich in die Hose. Viel zu viel Aufwand, Arbeit und so weiter. Deswegen habe ich beschlossen, ich baue jetzt meine Befestigung alle unterirdisch und fange mit einem großen Saal an. Und den plane ich jetzt gerade. So, und zwar brauche ich hier erstmal meine Bunker. Die sollten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So groß sein. Quadratisch, mehr oder weniger. Weil das ja toll aussieht. Ups. Weil das toll aussieht, so. Und, ach ja, das kann ruhig noch ein Stück weitergehen, so. Genau. Das ist mein Bunkeranlage. Das heißt, ich brauche hier die Mauer. Und von hier aus dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, noch eine siebte Reihe. Das war jetzt zu viel hier oben. Wieder wegmachen. So. Genau dasselbe hier. So. Hier bis hier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. So. Als nächstes geben wir die Ebene 1 höher. Denn unsere Eingangshalle soll nicht nur einmal 1 groß sein, sondern dekadenterweise 2x2. So. Ah, ist ein bisschen eng, aber es passt doch. So. Gut, was wir jetzt da wegnehmen müssen, ist auf jeden Fall hier. Das hier. So. Dann das hier. Das war falsch, weil das nimmt uns auch hier den Weg weg. Und dann hier nach oben. Auch so. Wobei ich das ein bisschen ästhetischer haben möchte. Deswegen mache ich hier. Und hier jeweils einen Weg rein und mach dafür hier. So, hier weg. Dadurch sieht unser Bunkergebiet hier oben nachher cooler aus. Ein bisschen. Und wir haben hier schön viel Fläche, wo sich gegnerische Armeen sammeln können, die wir von hier oben aus beschießen können. Von hier aus. Das ist so der Plan. Also kommt hier unten eine Zugbrücke hin. Das heißt, wir planen auch schon mal gleich den Graben. So, ups. Wieder die falsche Aufgabe ausgewählt. So. So. Also ja, ich muss immer dran denken, dass ich diese Planungssachen, bevor ich wirklich channel, wegnehme. Weil sonst buddeln sie da einfach nur mal durch. Also kann zum Beispiel schon mal das hier kommt schon mal total weg. Das brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Das war einfach bloß zum Platzhaltern. Weil hier kommen keine Bunker hin. Die kommen alle wirklich nur da oben hin. So. Gut.